Weiter geht's mit Drive Club und vielleicht schaffen wir es heute. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ja, die R8 Series. Vielleicht dürfen wir es ja mal heute. So, erreichte Platzierung Top 5. Erreichte Zeit von 3,34 oder weniger. Nummer 5, Top 5. Ja, mal schauen. Vielleicht dürfen wir es ja mal. Vielleicht dürfen wir es ja mal. Dass ich mich letzten Morgen ein bisschen aufgeregt habe, aber ihr habt ja gesehen, was teilweise passiert ist und selbst das letzte Rennen, weil ich auf Leicht gestellt habe, ist es als Abschluss gewertet worden. Hätte ich das Ding auf die Sonne gelassen, wäre es vorbei gewesen. Weil wir dürfen kein Rennen gewinnen. Selbst da, selbst auf Leicht, haben wir die zwei Rennen nicht geschafft. Also das erste Rennen. Wir waren Erster, haben sie alle kassiert. Da muss ich wieder zwei ziehen lassen, der Führende mit seinem scheiß Abfangjäger. Ich will den zweiten hatte oder lag ich Zeit nicht mehr auf die Führer, den jetzt zu kassieren. So, ja, fahr vorbei, ist kein Problem. Und jetzt hier wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber naja, mal schauen. So, während ihr euch da vorne ein bisschen bekämmelt, dann hole ich mir mal kurz das 7. Der Rote hier, der zieht immer, der macht vor, der zieht den Jochen in den Leuten vorbei. Den muss ich jetzt immer ein bisschen fassen. Ja, der wird es haben. Der nervt mich gerade so ein bisschen. Oh, der zieht mich hin. Nimm mal bitte dein Auto hier. Jetzt führen wir mal einen Renner an, aber die Frage ist, wie lange. Haben wir Jungs dann noch ein bisschen was hinter uns kleben. Ich glaube, wenn wir das Ding hier gewinnen, dann haben wir die, ich habe schon mal die Punktzahl, weil dann werden wir die 16 Punkte schon mal, die man mindestens erreichen, ist am Ende schon drin. Aber jetzt müssen wir sie erstmal machen. Ne, 15 hätten wir dann. Dann hätten wir es aber trotzdem schon drin und jetzt wird es nicht ein Punkt. Das wäre aber auch herzlich egal gerade. Ich will dieses, diese Siegus-Serie, die ich jetzt eigentlich so habe, so ein bisschen. Die will ich einfach nur beenden. So, und jetzt platzt Reifen oder so. Jetzt geschafft, wir haben ein Rennen gewonnen! Ole, ole! Wir haben mal ein Rennen gewonnen. So. Geschafft. Weiter. Ich reiche eine Platzierung Top 5 und mindestens 230 km/h. 16 Punkte brauchen. Wir haben die 15 erst. Habe ich schon die Aufgabe, die große Aufgabe ist schon mal gelöst. Das war Sprit im Start gerade. Aber nicht schön.
kriegen wir noch hin. Donnerstag, schön dieses Turnier. Jetzt habe ich Luft gerochen, jetzt bin ich den zweiten Platz als Sieger noch vollgeholt. Alter, das kann doch nicht sein. Das kommt doch nicht. Das kann doch nicht, nicht so rankommen, die Leute. Jetzt kann ich zumindest ein bisschen meine. Da kommt es schon mal her. Doch. Beide snacken. Und wenn die beide vorne sind, müssen wir kriegen. Bin ich so wieder so ein bisschen mit dran daneben. Aber wie gesagt, das geht ganz, ganz schnell. Dass man aber mal wieder hinten fehlt. Ein kleiner blöder Fehler. Ein Ausrutscher oder was auch immer. Und das Thema ist gegessen. Ja, wir haben es ein paar Mal gesehen. Das ist halt, geht halt so schnell. So, jetzt ich hatte 223, ich hatte locker hingekriegt die Runde. Ich hatte nicht fast 223 gekriegt, Mann! Wenn ich ja nicht weggerutscht wäre. Ja, der erste Sieg gibt es den zweiten direkt hinterher und wir packen dieses Jahr 8 Turnier und dominieren das Ding mit voller Punktzahl. 30 Punkte, 16 Punkte holen. Du hast es geschafft, liebe Leute. Höchstgeschwindigkeit 257 Stundenkilometer haben wir rausgeballert. Perfekt. Fahrerstufe 20 und die. Oh, der ist gerade. Und ein Pagani. So, das letzte Turnier. Jetzt ist die Semi-Pro-Trophy. Was haben wir denn überhaupt noch? Ein bisschen, ne? Legend Trophy, okay. Ja, wenn es noch mehr. Viele Rennen sind es nicht mehr, aber dann geht es ja mit den Bikes auch weiter noch. Dann schauen wir mal hin. Bis dahin, bis zur Semi-Pro-Trophy. Morgen um 14 Uhr. Bis dahin. Tschüss.